Servus Leute, was geht? Mein Name ist Shai Garcia. Ich befinde mich gerade in Stuttgart, in der wunderschönen Stadt. Und ich mache hier den Michael Jackson bei kleinen Cousins und Cousinen. Wir haben auf jeden Fall hier viel Spaß. Eine wunderschöne Stadt und wir sehen uns gleich bis zum Ende. Mein Name ist Shai Garcia. Ciao. Wie heißt du? Ich heiße Okan. Und wo spielst du? Bei Fenerbahce in Istanbul, in der Türkei. Ich sag nur Türkei, Türkei, Türkei! Und du bist ursprünglich aus? Stuttgart-Essingen. Hast du schon hier in Stuttgart gespielt? Ja, bei VfB Stuttgart schon. 4 Jahre habe ich dort gespielt. Ja? Und jetzt spielst du in der Türkei bei Fenerbahce? Genau. Dein Name ist? Shayan. Echt? Ja, und Scheiß. Auch so geschrieben? Ja. Wirklich. Du heißt Shayan? Shayan. Das ist voll der hässliche Name. Ne? Jay, was geht? Wie geht's dir? Gut, gut. Ja. Und dir? Erstmal ein Podcast, jetzt haben wir dich live auf der Street. Auf der Street. In deiner Stadt. Genau. Ja. Heute bist du ja erwachsener, ja, vernünftiger, greifst aber immer noch viele Leute an. Auf Demos. Auf Demos, oder? Auf Demos gehe ich gerne, ja. Oder in den ein oder anderen Song. Wie ist es so, ein Fußballprofi zu sein? Wenn ich von ganz Anfang anfange, ist es so, du opferst sehr viel Zeit darin. Ja. So, du kannst nicht rausgehen, du musst die Schule mit dabei führen, du musst gut sein, du hast sehr viel Druck. Und dann zu einem Punkt. Ein bisschen machen, ne? Darf ich? Ja. Warum greifst du Leute an? Das ist nicht cool. Ach so, du meinst, warum ich auf Songs stichel? Ja, was hast du gemacht? Doch, gehört doch zum Rap dazu. Ja. Es gibt manchmal so Leute, da sehe ich dann auf, keine Ahnung, auf Hellal Gossip oder auf Rap-Update sehe ich dann irgendeinen und der gibt mir so richtig auf die Eier. Und ich mit dem werde ich auf jeden Fall demnächst so eine richtig fette Punchline in den Kopf fallen. Ich denke, ich habe das Gefühl, dass du mit Frauen keine Probleme haben wirst. Ah, durchwachsen so, weißt du? Kennst du jemanden, dann wird sie dich so ein bisschen kennenlernen und dann sagt sie, oh, du bist voll der gute Freund. Wir bleiben nur Freunde, so, weil wenn man dich verliert, ist es voll schlecht. Also sie meinen, sie machen direkt Friendzone? Ja, gleich. Du hast mal ein bisschen Probleme mit Leon Lovelock gehabt? Oder nicht Problem an sich, sondern... Ich hatte ein Problem mit dem, was er so geredet hat. Ja, habt ihr das jetzt in der Zwischenzeit geklärt? Nö, der hat sich nie bei mir gemeldet. Hey, was geht? Alles fresh. Hey, wie heißt du? Elise. Elise? Ja, ja. Komm mal her, Elise. Ey, du siehst verdammt gut aus. Dankeschön, dankeschön. Krass. Ja. Okay, reicht, du siehst zu gut aus, gib aus dem Video raus. Warum? Wo denkst du, wo ist der Haken? Weil ich bin einfach zu gut so. Weißt du, was ich meine? Du meinst zu lieb? Ja, zu lieb und zu gut so, weißt du? Ich bin einfach zu nett zu ihnen. Ja? Als Junge musst du einfach ein Arschloch sein, sonst kriegst du kein Mädchen. Aber also, wolltest du mit ihm reden? Ich würde gern mit ihm reden. Also hier auch nochmal, gerne ist das Angebot. Man kann durchaus diese Diskussion führen, wenn er sich denn traut. Argumentativ wäre ich auf jeden Fall bereit dafür. Und es ist auch null irgendwie fies gemeint oder so. Ich also ganz normal auf höflicher, respektvoller Basis. Ja, du kennst mich doch. Mach doch mal so Karten klar, so für so ein Spiel. Geier doch mal nicht. Was ist los? Hol mal so VIP-Logen. Wie bitte? Ich bin der Manager. Leute, die nicht im Video sind, dürfen nicht reden. So. So. Ja. Wo sitze ich? VIP-Loge. Ja? VIP-Loge. Wer sitzt da noch? Ich sitze nicht mit jedem. Du. Ich höre doch auch von Mädels, die ich auf der Straße sehe, ja, ich suche unbedingt einen lieben Kerl. Warum finden die sich der liebe Junge nicht und dieses liebe Mädchen? Das ist ganz einfach. So Mädchen stehen darauf, so eine Herausforderung zu haben. So. Wenn er schon so gleich da ist, ey. Ciao, Alter. Nicht mehr interessant. So überhaupt nicht mehr interessant. So. Ich habe ja ein Video von dir gesehen, das ist auch etwas viral gegangen, wo du auf eine Demo gehst und du stellst ihn einfach so an den Pranger und willst wissen, was er da von sich gibt. Gab es schon jemanden, wo du getroffen hast, wo du sagst, boah, das ist für mich ein Traum? Einmal Sergio Ramos. Im Trainingslager war er hier. Danach persönlich habe ich ihn nicht getroffen, also nicht reden können, besser gesagt. Doch ein nettes Arschloch, Shayan. Ein nettes Arschloch geht doch nicht. Warum? Ja. Wie soll das denn funktionieren, ein nettes Arschloch zu sein? So, hä? Du bist ein Teufel und ein Engel, so gleichzeitig. Das geht nicht, Shayan. Deine Meinung ist gut, Shayan. Finde ich gut, Shayan. Also, dass ein Shayan so denkt, ist ja klar. Weil die Shayans sind eben halt anders. Findest du, Shayan? Sind Ey, das mit dem Namen ist geil. Ein Typ, dessen Namen wir ja nicht unbedingt erwähnen müssen, aber der macht Video, der macht YouTube-Streams, zieht durch ganz Deutschland und versucht den Leuten zu erklären, warum der Islam die schrecklichste und gefährlichste Religion auf der Welt ist und wir müssen das unbedingt bekämpfen und da müssen Stellen gestrichen werden, so als ob er jetzt hier irgendwie die Berechtigung hat, Sachen zu streichen. Und ich bin halt hingegangen und habe versucht,
ihm aufzuzeigen, dass er einfach nur ein Rassist ist, weil er selber tarnt sich halt einen auf, ja, ich will ja nur aufklären. Ich bin dort hingegangen und ich habe halt ihn zur Rede gestellt. Auf Eingang, ich fand die Punchline am Ende geil. Wo er selbstverständlich davon ausging, dass ich Moslem bin. Genau. Genau, und dann habe ich gesagt, ich bin Christ. Und er so, ha, wenn das ein Christ ist, dann fresse ich einen Besen mit so einem Stiel oder sowas. Jeder Junge wollte eigentlich Fußballprofi werden. Und du bist ein Fußballprofi mit Anfang 20. Ja, ich schätze es auch sehr. Du bist ja mit Freunden unterwegs, auch, du spielst ja auch von, fängst mit 5 an. Jeder hat denselben Traum, aber wenn du dann einmal rauskommst als Einziger, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und du hast dich als Christ da bist du hingegangen und wolltest eben halt das verteidigen, weil du findest es unsinnig, ja, was er redet. Ja, genau. Und vor allem an der Tatsache, dass er das dann einfach nicht glauben wollte, hast du gemerkt, in seinem Kopf ist es gar nicht reingegangen. Es kann ja nicht sein, dass ein Christ den Islam verteidigt. Kann ja nicht sein, in seinem Kopf funktioniert das nicht. Und deswegen hat er es mir einfach nicht geglaubt. Krass. Maschallah, Bruder. Wenn jetzt eine Dame da draußen ist, die sagt, oh, der Scheiern ist aber süß. Also, der Scheiern. Was soll die mitbringen, dass Scheiern sagt, ist eine Süße, die gefällt mir, die würde ich gerne daten? Auf jeden Fall, wenn sie, sobald sie irgendwie Walla oder Digga sagt, ey, ciao. Ciao. Normal, alle. Ohne Scheiß. Jeder, der sich immer angesprochen fühlt oder seine Meinung nach außen trägt, kann mit dir das Gespräch suchen auf jeder, einer erwachsenen, menschlichen Basis. Du willst keinen Stress, du willst einfach nur sprechen, du willst Meinung austauschen, aber am besten live. Die Leute sollen mal in den Kommentaren, die Leute, die mich kennen, sollen mal in den Kommentaren schreiben, die, die mir schon mal geschrieben haben, ob sie eine Antwort von mir bekommen haben. Und ich wette, 80-90% werden das bejahen. Wen willst du grüßen? Ich grüße meine Jungs aus Esslingen. Ich grüße meine Schwester Scheiern, so auf jeden Fall. Okay, nein. Nein, wie heißt sie wirklich? Sheila. Wenn ihr mal mit Jay ein Problem hattet oder irgendwann habt, wir können das immer gerne ausdiskutieren. Ja? Ich gebe meine Plattform zur Verfügung. Ja? Ihr könnt euch da austoben. Ja, geil. Natürlich bin ich nicht dabei, weil ich habe keinen Bock. Das ist zu langweilig, der Scheiß. Ich habe keine Lust, mir das anzuhören. Ja, ich stell das dahin. Ich gehe, ich rauche blubber meine Shisha. Geil. Und dann sage ich am Ende, und alles klar, was geht ab? Mal kurz die Hüfte wieder einrenken und dann ciao. So, meine Damen und Herren, das Video ist jetzt zu Ende. Das Video ist jetzt zu Ende und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Stuttgart. Es war legendär. Like dieses Video, kommentiert, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns. Hier ist Instagram, hier ist TikTok. Da läuft Billie Jean. Stuttgart. So, also, macht's gut. Mein Name ist Shahin Garcia. Ciao.